Tadel, herzlich willkommen bei uns in der Schüco Arena. Schön, dass du es einrichten konntest. Wie geht's dir? Wie hast du dich eingelebt in Bielefeld bis jetzt? Ja, danke erstmal. Also es ist jetzt die vierte Woche, glaube ich, und ja, läuft alles super. Ja, natürlich einfach mit den Jungs, die ich schon kannte, mich einzuleben. Ja, aber die anderen haben mich auch alle super aufgenommen. Trainerteam, auch alles gut. Das freut mich doch zu hören. Du hast mit Luis und mit Marius zum Beispiel in Hannover schon gespielt. Wie haben die dich so ein bisschen in die Stadt oder in die Mannschaft integriert? Ja, also ich hatte mit denen auch schon, bevor das mit dem Wechsel feststand, habe ich schon mit denen ein bisschen geschrieben. Natürlich haben die mir erzählt, wie es hier läuft, was hier alles so läuft. Und das hat mir natürlich auch den Weg vereinfacht. Das ist doch schön zu hören. Auf dem Platz ist der Start leider nicht so wahnsinnig gut gelungen. Die ersten drei Spiele haben wir alle verloren. Wie ziehst du da so ein bisschen dein Fazit jetzt aus dem Start in der Rückrunde? Ja, natürlich haben wir uns das alle anders vorgestellt. Aber ich denke, dass das Team bereit ist, diesen Weg durch diese schwierige Phase zu machen. Und dass wir im nächsten Spiel auch wieder alles versuchen werden, um endlich mal den Dreier zu holen. Und was glaubst du, woran liegt es, dass es bis jetzt noch nicht mit Punkten geklappt hat? Boah, ich würde sagen auch viel bisschen Pech gehabt vielleicht. Und ja, einfach diese Konsequenz noch vor dem Tor oder sich Chancen herauszuspielen, da muss man halt konzentriert dranbleiben und dann wird das. Da kann man ja auch noch dran arbeiten. Du selber standst dreimal in der Startelf, hast im Derby eine Stunde gemacht, dann gegen Ulm schon fast das ganze Spiel und jetzt zuletzt in Regensburg standst du dann die kompletten 90 Minuten auf dem Platz. Wie betrachtest du so deinen Start hier in Bielefeld? Ja, war ganz okay, würde ich sagen. Im ersten Spiel Pfosten getroffen, unglücklich. Und ja, aber ansonsten fand ich's okay. Natürlich auch nochmal die für mich selber im letzten Drittel vielleicht die Konsequenz noch vor der Vorlage oder beim Abschluss einfach noch konzentrierter zu bleiben und dann wird das, glaube ich. Warst du überrascht, dass das Trainerteam sofort dreimal in der Startelf auf dich gesetzt hat oder war dir das schon, ich sag mal, so ein bisschen klar oder du hast es dir erhofft? Ja, also ich würde sagen, ganz klar war es mir nicht, weil ich auch halt komplett neu war. Zwei Wochen Vorbereitung waren das, glaube ich, dann. Aber die haben mir in den Gesprächen vor dem Wechsel auch schon deutlich gemacht, was ich für eine Rolle hier bekommen kann, wenn ich das zeige, was ich auch schon in Hannover gezeigt habe. Und deswegen fand ich das selber auch ganz, ganz gut, ja. Sehr gut. Dann machen wir einen Haken an die Vergangenheit und starten rein. Wir wollen dich noch ein bisschen kennenlernen. Ich habe drei schnelle Fragen mitgebracht. Wenn du nicht Profifußballer geworden wärst, in welcher Sportart hättest du noch professioneller Sportler werden können? Ich war in Tischtennis immer ganz gut, eigentlich. Ja. Überraschende Antwort, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie trinkst du deinen Kaffee? Mit viel Milch und viel Zucker. Alles klar, schon reingefüllt. Tadel, du heißt Monjo Thaddäus Momulu, wir nennen dich Tadel. Mhm. Wenn deine Eltern richtig sauer auf dich sind, wie nennen die dich dann? Boah. Papa R. Monjo, früher R. Monjo, jetzt mittlerweile beide Thaddäus. Okay, kann man gut schreien, so, ne? Das kann man so ein bisschen böse was reinlegen. Du hast die ersten drei Spiele gemacht in der dritten Liga. Wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Waren jetzt auch deine ersten drei Drittligaspiele überhaupt in deiner Karriere? Was macht für dich so die dritte Liga aus? War da vielleicht für dich ein bisschen was Überraschendes? Irgendwas, was du schon erwartet hast? Nee, also die Härte habe ich schon erwartet. Und sonst im Vergleich zum Beispiel zur zweiten Liga ist das einfach noch, also wie gesagt, mit der Härte, ein bisschen körperlicher und so. Aber die Qualität ist gut. Ja. Und so im Vergleich zur Regionalliga, wo du ja hauptsächlich in der Hinrunde gespielt hast? Ja, also von der Qualität her auf jeden Fall besser, vom Fußballischen natürlich auch ein Stück. Aber ich würde sagen, das ja, kommt eher an die zweite Liga ran. Ja. Mhm. Am Wochenende haben wir Viktoria Köln hier zu Gast. Im Gegensatz zu den meisten anderen in unserem Kader hast du ja die Hinrunde nicht in der dritten Liga verbracht. Musst du dich nochmal besonders auf einen Gegner vorbereiten oder auf deine Gegenspieler? Also ja, wie ich davor schon meinte, dass das von den Videoanalysten immer reingeschickt wird, das guckt man sich dann an. Aber großartig selber gucke ich jetzt nicht auf meinen Gegenspieler zum Beispiel, sondern einfach das, was die uns an die Hand geben. Gucke ich mir sehr gerne an. Ja.
Aber du bist dann schon jemand, der gerne ein bisschen Video studiert oder hältst du das für ein bisschen überflüssig? Nee, also generell gucke ich gerne viel Fußball und deswegen macht mir das nicht so aus, wenn ich da mir 3-4 Videos angucken muss. Woran habt ihr denn jetzt in der Woche im Training ganz besonders gearbeitet? Worauf lag der Fokus, um dann vielleicht bessere Ergebnisse zu erzielen als jetzt zuletzt beim Start ins Jahr? Ja, also das Herausspielen von Torchancen im letzten Drittel und Standards waren wir auch noch viel dran. Ja, so die beiden Sachen. Bist du jemand, der sich auch persönlich Ziele nimmt? Hast du dir vorgenommen, jetzt hier, weiß ich nicht, Vorlage, Tore, irgendwie sowas für die Rückrunde? Ja, also natürlich als Offensivspieler wird man danach gemessen, ob man viele Tore schießt oder auch Vorlagen gibt. Und deswegen ist da schon mein Ziel auch jetzt in den nächsten Spielen endlich mal zu treffen oder eine Vorlage zu geben. Ja. Alles klar, dann drücken wir dir dabei die Daumen, vielleicht ja auch mit einem Momolo-Tor am Wochenende. Hoffentlich, ja. Und dann herzlichen Dank für deine Zeit, Hadl, und bis Samstag in der Schüko-Arena. Alles klar, Dankeschön.